Die Sättigung von Stromwandlern führt zum Fehlverhalten von elektrischen Schutzsystemen. Das häufigste Problem beim Differentialschutz ist die sogenannte Überfunktion, bei welcher ein außerhalb des Schutzbereiches liegender Fehler zur unerwünschten Auslösung führt. In unserem Beispiel sehen wir ein modernes Leitungsdifferentialschutzsystem. Der Schutzbereich der Leitung wird durch die Einbauorte der beiden Stromwandler gebildet. Ein außenliegender Fehler auf dem benachbarten Leitungsabschnitt fließt durch beide Stromseiten des Schutzbereiches und wird im ungesättigten Zustand als durchfließender Strom erkannt. Er führt zur sicheren Stabilisierung der Differenzialschutzcharakteristik. Die resultierende Ortskurve, der Diff-Stab-Kennlinie eines außenliegenden Fehlers, sieht im sättigungsfreien Zustand wie folgt aus. Die Diff-Stabwerte aller drei Phasenströme verlaufen sicher im Nichtauslösebereich, da die geometrischen Summen beider Stromseiten aufgrund der Richtungsdefinition zu entsprechend kleinen Differentialströmen führen. Ein zusätzlicher Stabstrom trägt zudem zur sicheren Stabilisierung bei. Der Differentialschutz stabilisiert und es kommt erwartungsgemäß zu keiner Auslösung. Kommt es nun, aufgrund überbürdeter oder zu schwacher Wandler oder auch aufgrund von großen Gleichstromgliedern im Kurzschlussstrom zur Sättigung der Stromwandler, sieht die Ortskurve des gleichen primären Fehlerevents wie folgt aus. Es ergibt sich ein hinreichend hoher Differentialstrom und der Fehler erscheint für den Algorithmus des Differentialschutzsystems als im Schutzbereich liegend. Es erfolgt eine unerwünschte Auslösung und damit die unselektive Überfunktion des Differentialschutzes, welche hohe wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann. Um dieses Phänomen in den Griff zu bekommen, verfügen moderne Schutzrelais digitaler Bauart über eine Sättigungsüberwachung. Diese macht sich folgenden Umstand zu nutzen. Bei Fehlereintritt wird der Strom für einige Millisekunden richtig übertragen, da der Stromwandler nicht schlagartig in die Sättigung geht. Vergleichen wir die Berechnung des Differentialstroms für die ersten 20 Millisekunden sowohl für den innen- als auch für den außenliegenden Kurzschluss. Dabei gehen wir vom Worst Case aus und unterstellen, dass nur der Stromwandlersatz einer Seite in die Sättigung geht. Der Differentialstrom Bildet sich aus der vektoriellen Summe beider Stromseiten. Im Falle eines innenliegenden Fehlers erhalten wir einen steilen Anstieg des Diffstroms bis zum Eintrittspunkt der Sättigung. Im Gegensatz dazu erscheint bei einem außenliegenden Fehler zunächst ein Diffstrom von Null. Je nach Richtungsdefinition des Schutzrelaisherstellers kann es auch genau umgekehrt sein. Also, der außenliegende Fehler verursacht die steile Flanke und beim innenliegenden Fehler geht der Diffstrom in der Startphase über Null. Dieser Zusammenhang ermöglicht es, Sättigung zu erkennen und innere von äußeren Fehlern zu unterscheiden. Das Leitungsdifferentialschutzrelais MCD LV4 der Firma Woodward verfügt neben der dynamischen Stabilisierung durch Ermittlung der harmonischen über solch eine weitere dynamische Stabilisierungsfunktion. Diese ist nur bei Wandlersättigung relevant und prüft für jeden Nulldurchgang, ob ein externer Fehler erkannt wird und die dynamische Stabilisierung angestoßen bzw. fortgesetzt werden muss. Wird ein interner Fehler erkannt, wird die dynamische Stabilisierung entfernt. Bei der Erkennung eines externen Fehlers wird der Anteil der statischen Stabilisierungskennlinie um einen konstanten Anteil für die dynamische Stabilisierung erhöht und der Schutz sicher stabilisiert.